Hallo, mein Name ist Marius Ebert und in dieser Videoserie zeige ich Ausschnitte aus meinen Lernkarten für den Bankfachwirt IHK. Hier, es geht also wieder mal um eine Bank und zwar die Frage ist hier bezogen auf die Kreditrisiken. Und zwar, wie kann eine Bank diese Kreditrisiken senken? Wie? Ja, was kann sie tun? Nun, verschiedene Dinge kann sie tun. Und meistens ist es auch in der Praxis nicht eine Maßnahme, sondern mehrere Maßnahmen. Natürlich die Bonitätsprüfung. Sorgfältige Bonitätsprüfung. Ist der Kreditnehmer in der Lage, so wie es im Moment aussieht, kann man natürlich immer nur sagen, mit gewisser Sicherheit für die Zukunft den Kredit zurückzuzahlen. Dann Streuung. Immer wenn ein Risiko auftritt, streut man oder ist eine Maßnahme, sagen wir mal so, eine Maßnahme der Risikoreduzierung, Streuung, und zwar die Kredite nicht alle in einer Branche zu vergeben und nicht alle mit dem gleichen Zeitraum. Also Streuung nach Laufzeit und Streuung nach Branche. Ja, also lang-, mittel- und kurzfristige Kredite vergeben bedeutet das hier Laufzeit, ja, lang-, mittel-, kurzfristig, nicht nur kurzfristige Kredite, nicht nur mittel- und nicht nur langfristig, sondern hier streuen. Und bei der Branche eben auch nicht alle Kredite in einer Branche vergeben, denn wenn eine Branche in eine Krise gerät, wir hatten das mehrfach mit der Baubranche zum Beispiel, aber auch andere Branchen geraten mal in Krisen, warum auch immer, dass man eben auch hier in unterschiedlichen Branchen investiert ist als Bank. Dann kennen Banken sogenannte Frühwarnsysteme, dass wenn also Kredite nicht mehr pünktlich bedient werden, zum Beispiel, man hier besondere Aufmerksamkeit auf diese Kredite lenkt und vielleicht nachfragt und die Situation genauer begutachtet, wenn etwas nicht mehr routinemäßig läuft. Das ist ein Frühwarnsystem, machen die Banken heute mit EDV-Unterstützung. Und natürlich gibt es die Bankenaufsicht und die Bankenaufsicht hat zum Beispiel, und auch das hat mit Kreditrisiken zu tun, Bestimmungen also erlassen zu Millionenkrediten und zu Organkrediten. Und die Maßnahme ist einfach, diese Bankaufsicht, diese Vorschriften hier zu beachten. Ja, vor allem die Vorschriften zu Millionenkrediten und zu Organkrediten. Denn solche Vorschriften kommen nicht einfach so aus dem luftleeren Raum. Die kommen meistens, weil irgendwo schon mal was schiefgegangen ist und man jetzt überlegt, das ist leider so, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, überlegt man, was kann man tun, damit es in Zukunft nicht mehr passiert. Und daher kommen solche Maßnahmen häufig. Also die zu beachten ist wichtig. Okay, wichtig ist auch für Sie, dass Sie endlich vernünftige Lernmittel haben. Und deswegen klicken Sie mal unter dem Video, klicken Sie jetzt, nicht mal, klicken Sie jetzt auf www.spaßlerndenken-shop.de. Dort finden Sie das nämlich. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.